Baris und Käfer 2. Unseren Infos nach ist Mifune ein Schmuggler. Spezialgebiet Waffen und in Japan verbotene Technologie. Typisch. Mehr haben sie nicht? Ich fürchte nicht. Mifune ist doch nicht sein echter Name. Mehr wissen wir nicht. Kümmert euch nicht um Details, Basis. Überlasst ihn ruhig mir. Wissen Sie mehr als ich, Gregory? Ich weiß nicht, Major. Haben Sie Erfahrung im Umgang mit hinterlistigen Schmugglern? Seien Sie einfach vorsichtig. Basis Ende. Du hast recht. Der Typ gefällt mir immer besser. Also gut, los. Mifune wartet auf uns. Charlie, wo sind wir hier? Das muss eine Art Depot sein. Ziemlich runtergekommen. Diese Tür rührt sich keinen Millimeter weit. Sie lässt sich nicht bewegen. Wir müssen sie irgendwie wegsprengen. Hey, seht euch das mal an. Psst. Willkommen. Danke für den Besuch. Benötigen Sie unseren Auffüllservice? Füll den Tank hier mit Benzin. Bis oben hin. Wie Sie wünschen. Hey, da ist ein Transporter! Das Auftanken ist abgeschlossen. Danke für Ihre Kundschaft. Okay. Ich bewege den Benzintank. Halt Ausschau nach Feinden. Leute! Laut unseren Informanten ist Mifune unter der Station. Lasst uns hingehen.
Mach langsam. Hey, das kann nicht wahr sein. Oh ja, jetzt wird's wirklich lustig. Ich verstehe den Witz nicht. Feuer frei! Oh nein! Scheiße! Lauf! Oh. Verflucht! In die Gasse zurück! Shit, eine Riesenspinne. Damit habe ich nicht gerechnet. Das Heimatschutzministerium meint es ernst. Ab jetzt wird die Security schärfer. Gut, dass du das verstehst. Es ist egal, wo wir herkommen. Wir sind die Rost-Crew und wir müssen einander unterstützen. Ich verlasse mich vor allem auf dich, Sergeant. Schließlich heißt du nicht umsonst Survivor, oder? Richtige Antwort. Gut. Okay, gehen wir. Und wenn's irgend geht, sollten wir einen Kampf gegen dieses Monster vermeiden. Wenn wir nur immer einer Meinung wären. Jetzt gibt es nur einen Weg, und zwar hoch in das Gebäude hier. Wir können aufs Dach. Sieht aus, als kämen wir über die Dächer zur Station. Los! Wir decken sämtliche Zonen ab. Wir passen rechts auf, du links. Du übernimmst den linken Bereich. Du brauchst nichts mehr zu sagen.
Zielkoordinaten liegen da vorn. Dan, mach das Tor auf. Raketen! Verdammt! Wir sind vom Pech verfolgt! Mit roher Gewalt kommen wir nicht dagegen an. Und jetzt? Hören Sie mich? Wir hören Sie. Das ist eine Spinne. Sie wurde zur Basisverteidigung entworfen. Scheinbar hat man sich nur für euch die Mühe gemacht, das Ding von der Küstenabwehr abzuziehen. Okay, was sollen wir dagegen tun? Den Körper zu stützen, müsste an jedem Bein ein größeres Antriebssystem sein. Finden Sie diese und zerstören Sie sie. Sie zerstören? Sollen wir das alleine hinkriegen? Ja, ich habe den Doch nicht. Er sagt das so einfach. Wir werden gern sehen, wie er das hinkriegt. Dan, du hast es gehört, oder? Die Beine! Ziel auf das Antriebssystem! Das Antriebssystem liegt frei! Das leuchtende Teil! Ein Spinnenbein hätten wir gebrochen! Kann sie sich nicht mehr bewegen? Das ist unsere Chance! Das bringt nichts. Verschwendet eure Munition nicht an der Panzerung. Zuerst muss die Panzerung weg. Vorsicht! Sie hat einen Suchlaser. Dan, sie zielt auf dich. Geh schnell in Deckung. Achtung, Raketen! Das nützt nichts. Die Panzerung ist zu stark. Schießt zuerst die Panzerung weg! Wir müssen niemals aufgeben! Ein Spinnenbein hätten wir gebrochen! Jetzt kann sie sich nicht mehr... Alles klar! Das Ding läuft nirgends mehr hin! Sie bewegt sich noch? Das bringt nichts! Verschwendet eure Munition nicht an der Panzerung. Zuerst muss die Panzerung weg. Wir müssen hier raus. Dan, sieh mal. Die haben echt praktische Sachen. Den Vorrat nehmen wir uns.
alle noch am Leben? Schreit, wenn ihr tot seid. Sind alle okay? Das hätten wir überstanden. Ich sehe nichts. Die Spinne will einfach nicht aufgeben. Shit. Hoffentlich laufen wir nie wieder einer von dieser Sorte über den Weg. Dan. Ja, was ist? Im Qualm bewegt sich was. Die scheiß Blechbüchsen kriegen einfach nie genug. Kontakt. Oh. Eine Spinne hat noch keiner besiegt. Ah, oh, was? Das Ding? Ach, das war doch halb so wild, oder? Genau. Immer her damit. Je größer, je besser. Hört mal, Kinder, ihr solltet hier nicht rumhängen. Es könnte gefährlich werden. Ihr verschwindet lieber. Wir warten hier stundenlang auf euch. Und das ist der ganze Dank? Wie bitte? Wir wollen das Gleiche wie ihr, Macker. Ich soll euch zu Mifune bringen. Also, mir nach. Nennt die mich Macker? Ich glaube, ja. Komm schon, Macker. Ein Haufen Kinder. Wer von euch ist Charlie? Dann bist du wohl Dan, der Schlaue. Willkommen in Shibuya. Ich bin Yuki. Bist du nicht ein bisschen jung, um für einen Gangster zu arbeiten? Ich bin 15. Ah, ignoriere sie. Sie ist vom Land und kennt nur Reisfelder. Und kommt nicht so oft in die große Stadt. Verpiss dich, Yankee. Ist das hier eine Art Schwarzmarkt? Ja. Hier kriegt man alles, was das Herz begehrt. Das sehe ich. Einschließlich Filzläuse. Und der Regierung ist das hier alles egal? Der Heimatschutz schickt hin und wieder Sicherheitsroboter vorbei. Aber die kümmern sich nur um die Oberstadt. Wenn's nach denen ginge, könnten wir hier unten verhungern. Das beruht auf Gegenseitigkeit, schätze ich.